Sepp grüßt und willkommen zur 23. Episode meiner Star Renegades Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Okay, ich denke, wir werden wieder das Team nehmen, was wir auch zuletzt hatten. Also, sie. Hallo? Dich nicht? Hallo? Geh weg. Nochmal neu. Du kommst dorthin. Dann wieder dich. Wobei, Moment mal, wenn ich jetzt ihn zuerst mache. So, genau. Was? Zuneigung? Was? Das kann ich hier auswählen. Siphon. Ach so, Plünderer. Moment mal. Schildwache erhöht Wirkung von Schildregenerationskraft um 33%. Truppe erhält plus 5%. Oh, nehmen wir doch das. Schmetterschlag entzieht Gegner jetzt 15 Schilde. Crit Schaden durchdringt Rüstung und Schilde. Nee. Ja, wir nehmen die halt wieder. Damit bin ich ja schon mal gut gefahren. Auch wenn ich jetzt nicht so gut gefahren bin. Also, wir bleiben aber auf... genau, auf normal. Das muss irgendwie klappen. Ich darf mich nur nicht zu blöd anstellen. Bla bla bla, ich lese das nicht mehr vor. Hast Schmerzen? Oh. Pyroimmun? Mhm. Ja, komm. Da. So, haben wir hier was Schönes? Hier ist so ein Dingsbums. Nahrungsspender. Robus oder was ist das denn? Schildstation verbessert Schilde. Hier ist das Ziel. Hier oben hätten wir die Kisten mit Ausrüstung. Na, wir gehen oben entlang, würde ich sagen. Auch wenn Schilde ganz verlockend klingen, aber... Nee. Da-da-dam. Okay. Da-da-da-da-da-da-da. Natürlich greifen wir den zuerst an. Machen wir Entladung auf beide, ja. Trotzdem er wieder zuerst dran. Und den geraden Schuss auf dem. Bam. Piu piu. Oh, Moment, habe ich den nicht angegriffen? Ach komm, direkt wieder nicht aufgepasst am Anfang. Warum wurde denn der jetzt... Na doch, das war alles richtig. Ach Mann. Die Frage. Ach komm, wir fangen da an. Du musst jetzt hier natürlich Schild an ihn geben, bevor noch was Blödes passiert. Du müsstest den mal verlangsamen. Bam. Oh oh. Ich hab wieder nicht aufgepasst, ne? Ich wollte doch den hier da. Aha. Nein! Oh, was ist denn? Ich hab doch auf den. Hä? Boah, das hätten wir uns auch sparen können, dass wir da Schaden bekommen. Ja, einfach angreifen, angreifen, angreifen. Richtig dumm wieder. Mann, direkt schon HP-Schaden. Gefällt mir nicht. Nicht gut, gar nicht gut. Titanhand, bla bla bla, wieder bestimmt. Bla bla bla, bla bla bla. Runter.
Resistenz gegen Impuls. Juhu. Und weiter. Warum will der immer meinen Heiler angreifen? Dann macht ihr mal. Das passt. Und das passt sowieso. Wobei ganz so viel Schilde hat sie ja auch nicht mehr. Und wenn beide angreifen wollen, machen wir Deflexion, machen Entladung, und dass wir den hier wegkriegen. Ja, genau. Das kriegt jetzt aber wieder. Das sollte nämlich genügen. Ja, das hat noch nicht gereicht. Aber das ist der letzte Treffer, den wir benötigen. Tada! Wir gehen mal hier hin, Imperial Verteidigung, bla bla bla, bla bla bla, das hatten wir auch schon tausendmal gelesen. Stufe aufsteigen. Ist die Frage. Trickschuss könnte wichtig sein. Ja, doch, wir nehmen den. Du hast ja auch noch nichts. Oh, was ist das? Koloss? Moment, was? Automatische Schild. Oh, Moment. Oh, das nimmst du natürlich. No. Und ihn lassen wir jetzt hoch leveln. Genau. Zurück. Fortsetzen. Und weiter. Tada. So, bewirkt zusätzlich 5 Sekunden verlangsamt auf leichte Angriffe. Laserhandschuhe. 25% Schaden gegen Sünde bewirkt bestrahlt 1. Oder ablative Weste. 7 Rüstung, 10 Resistenz gegen Antimaterie. Laser 1. 25% gegen Gesundheit. Das hört sich doch gut an. Und weiter zum nächsten Kampf. Tut mir leid, aber ich muss euer Leben jetzt beenden. Regeln sind Regeln. Oh oh. Aber er ist alleine. Moment mal eben anschauen. Schwäche gegen Antimaterie. Widersteht gegen Angriffen. Hast Schmerz. Der ist ja super. Schwäche gegen Rüstungsschaden. Ja, Pyroschaden haben wir sowieso nicht. Okay. Wir erzürnen ihn. Wir geben ihm Entladung einmal rein. Ist die Frage, ist gerader Schuss? Machen wir es mal. Angepisst. Aber wir machen ihn aggro. Wir machen ihn immer noch aggro. Und wir machen... Das bringt ja nichts. Jetzt können wir den Trickschuss einsetzen.
Gut, dass ich den genommen habe so früh. Also ihn hochgelevelt habe. Schaden, sehr gut. Los, probieren wir es. Was hat er vor? Brandopfer nur auf sie. Nice. Deflexion. Entladung. Und Blitz. Blitz oder gerader Schuss? Ach, gerader Schuss. Trotzdem brennen, denke ich. Ja, nice. Das war lustig. Ich kann das nächste Mal kaum erwarten. Ja. Los, probieren wir es. Bla bla bla. Oh, Schmetterschlag. Entladung. Wohl, wen will er angreifen? Sie wieder. Ne, wir machen das so. Entladung. Du haust das wieder raus. Und dann noch einen Durchlauf mit Angriffen und go. Dann sind wir durch mit ihm. Möchte ich behaupten. Ja, bla bla. Scheiterhaufen. Ja, das kriegt er nicht mehr durch. Das reicht auch noch nicht, aber das hier wird reichen. Bye bye. Tada! Bla bla bla. Hat's wohl verdient, ja. Schon. Okay. Aufstieg. Geht ja jetzt weiter. Die Tankkraft habe ich nie so genutzt. Ich nehme sie wegen Schildaufladung. Ja. Und danach werden wir ihn ziemlich schnell hochkriegen. Tada. Moment mal eben, Trupp. Wo sollen wir ihn direkt hochleveln? Wir können es ja. Ist mir gerade aufgefallen. Tada. Alle Level geupt. Zurück. Fortsetzen. Und hier gucken, was hier Schönes drin ist. Pyroblaster. Partikelhandschuh, Schildstabilisator. Plus 10% Schaden reflektiert. Oder 12 Schaden auf Angriffe. Durchdringt Rüstung. Das wäre für Level 3. Darf ich da nicht vergessen, es ihr zu geben? Oder mehr Schaden. Für ihn dann zum Beispiel. Oder er kann es gar nicht nutzen. Vermute ich. Nö. Nee. Das könnte er nutzen. Nee. Das hier? Kann keiner nutzen. Nee, ich will das haben für sie nachher. Ausrüsten geht ja nicht, weil sie Level 2 ist. Verstauen. Jop. Dann ist hier schon das Ziel, wo wir reingehen. Na, zurück kommen wir nicht mehr. Gehen wir mal rein. Gute Arbeit, ihr habt diese Teufel vernichtet. Bla bla bla. Okay, Kogonischer Met. Pamphlet ist zum Dings. Genau, maximale Schilde, permanent. Natürlich hier drauf. So. Angriffe entziehen Schilde, Widerstand, ne, Widersacher, LT, was auch immer das ist, gemeinsam besiegt. Ach so, Lieutenant. Angriffstempo,
Okay, wir nutzen die Dinger. Weil wir es können, weil es keine Punkte verbraucht. Na komm, Schilde hier noch, oder? Angriffstempo? Angriffstempo erhöhen auf ihn. Kann er noch schneller seine AOEs raushauen? Resistenz gegen Impuls? Ich weiß nicht, ob wir das jetzt nehmen sollten. Ich meine, warum nicht? Wer weiß, was die Gegner so haben. Dann beenden, würde ich mal behaupten. Gut. Warum lädt das so lange? Ah, deswegen. Endlich habe ich die Chance, einer älteren Figur zu beweisen, dass ich zu etwas fähig bin. Danke, Mutter. Ja, gern geschehen, beenden. Und es lädt wieder ewig. Gut, und dann ist es auch wieder ein guter Moment, um die heutige Episode zu beenden. Wer sich gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um zu sehen, wie es hier weitergeht, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.